Ich zeige dir heute ein geniales, aber leider ziemlich verstecktes Feature in Logic Pro, das dir super Dienste beim Songwriting und bei der Musikproduktion leisten kann. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Ganz kurz zu Beginn, falls du noch nicht so lange mit Logic arbeitest, dich noch ein bisschen unsicher fühlst oder nicht weißt, wie du anfangen sollst am besten, dann empfehle ich dir meine Logic Workflow Checkliste. Da gebe ich dir 10 heiße Tipps, wie du deinen Workflow in Logic massiv verschnellern kannst. Den habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir es runterladen. Jetzt aber zur Sache, ich war letzte Woche bei einem Freund im Studio und habe gesehen, wie er an einem Song Arrangement gearbeitet hat, an einer Melodie für einen Song und da hat er dieses kleine Feature benutzt und das hat mich sehr fasziniert und ich möchte jetzt zeigen, was er damit gemacht hat. Okay, hören wir erstmal in dieses kleine Arrangement hier rein. Und so weiter. Das ist jetzt nichts Besonderes, kleines Arrangement, Rhythmusgruppe, Piano und eine Melodie. Nehmen wir mal an, du möchtest jetzt an diesem Arrangement arbeiten und es gefällt dir noch nicht so ganz. Irgendwie findest du die Melodie vielleicht ein bisschen langweilig oder der Grundgroove, das Grundfeeling des Songs gefällt dir nicht so richtig. Du hast aber keine richtige Idee, was du anders machen könntest. Und da kommt jetzt dieses Tool ins Spiel. Ich spreche vom Nudge Tool oder Nudge Feature. Das erreichst du hier über die erweiterten Einstellungen. Wenn du hier oben draufklickst, dann hast du hier nochmal wesentlich mehr Werkzeuge und hier findest du auch den Nudge-Wert. Und mit diesem Nudge-Wert kannst du jetzt sowohl Audioregionen als auch MIDI-Regionen verschieben. Wenn ich jetzt also praktisch hier meine Beat-Region auswähle, das musst du vorher machen und stelle jetzt hier zum Beispiel Takt ein und gehe dann auf diesen Pfeil hier, schwupps, dann siehst du, wie sich die Region hier um einen Takt nach vorne oder nach hinten bewegt. Du kannst auch mit einem Beat machen oder mit einem Rasterwert, je nachdem, was du für gerade ausprobieren möchtest. Und ich möchte das jetzt mal ausprobieren mit der Pianospur. Sie kommt ja hier auf die 1. Was würde denn passieren, wenn wir jetzt diese Pianospur eine Viertelnote nach hinten nudgen? Nudge heißt auf Deutsch so viel wie anstupsen oder anschieben. Das heißt, ich markiere die Region, nudge oder schiebe sie eine Viertel nach hinten und dann klingt das Arrangement auf einmal so. Und auf einmal haben wir ein komplett anderes Feeling, ja, weil sie einfach nicht auf den Downbeat kommt, sondern weil sie jetzt mit der Snare Drum zusammenkommt. Okay, wunderbar. Wir können auch mal probieren, was passiert, wenn wir nur eine Achtelnote nehmen. Ich nudge nochmal nach hinten hier. Läuft die ganze Sache ein bisschen mehr durcheinander, passt jetzt vielleicht hier nicht so unbedingt, aber du siehst, glaube ich, wohin der Weg so führt. Und ich finde das super genial, weil du kannst auf ganz neue und ganz andere Ideen kommen. Wir können hier jede Spur verschieben, auch den Beat, auch den Bass und natürlich kannst du auch MIDI-Regionen direkt verschieben. Im Moment ist hier die Melodie auch so ein bisschen langweilig, sie kommt nur auf die 1 und wir können jetzt hier mal das Gleiche probieren. Ich schiebe einfach auch die Melodie jetzt hier eine Achtel nach hinten. Wir hören erstmal nochmal die Originalmelodie kurz an, damit du hörst, was sich verändert und dann schiebe ich sie eine Achtel nach hinten. Okay, wir schieben sie nach hinten und probieren aus, was jetzt passiert. Du kannst jetzt natürlich Spuren nicht nur nach hinten verschieben, sondern auch nach vorne. Auch das lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe jetzt hier eine Achtelnote wieder und wir schieben jetzt mal die Melodie nach vorne. Nochmal eine Achtel weiter vor und schon wieder hast du eine andere Variation. Also ich finde das wirklich super smart. Jetzt interessiert mich natürlich noch deine Meinung. Hast du dieses Nudge-Tool gekannt? Hast du damit schon mal gearbeitet? Und findest du es gut für Songwriting? Findest du das Ding effektiv? Ich finde es wirklich super genial, super einfach und man kann recht viel damit machen, wenn man so ein bisschen den Songwriters-Blog hat. Also schreib mir mal bitte gerne in die Kommentare, was du davon hältst. Wenn du dich für Songwriting und Song-Arrangement interessierst, wie kann ich so einen Song ausarrangieren, dann empfehle ich dir diese Playlist. Da habe ich einen ganzen Song produziert von Anfang an bis zum Ende. Ich danke dir jetzt vielmals fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns und bis bald.